Hast du schon mal einen Fuchs in freier Natur gesehen? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du Lust hast, eine Runde Zelda mit mir zusammen zu spielen. Ja, ich stehe hier an der Zitadelle der Zeit und kann hier was nehmen. Okay, und habe jetzt hier den Gleiter bekommen und kann jetzt das Plateau verlassen und soll in ein Dorf gehen, so wurde mir gesagt. Und ja, ich würde sagen, das mache ich auch mal. Und zack. Da kann ich auch springen. Das kleine Hügelchen. Und ich würde sagen, das mache ich auch mal. Ich weiß, ich habe hier auf dem Plateau wahrscheinlich noch 1 Million Sachen übersehen. Und da das Ganze ja Open World ist, kann man natürlich auch jederzeit überall immer hin. Das heißt, ich werde sicherlich noch mal hierher zurückkommen in dieses Gebiet. Aber ich muss jetzt einmal gucken. Ach Gott, da ganz hinten muss ich hin. Da habe ich ja zu Impa der Weisen. Da habe ich jetzt natürlich schon noch ein ganzes Stück Weg vor mir. Also das werde ich wohl nicht in dieser Folge schaffen. Nein, ich will keinen Stempel machen. Entschuldigung. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, damit ich nicht so viel im Voraus aufgenommen habe. Weißt du nicht, dass ich das Spiel fertig habe und es läuft noch ein halbes Jahr bei mir auf dem Kanal. Ist auch immer doof. Dabei wollte ich so gern. Ich kann nicht was untersuchen. Oh, ein Zahnrad, okay. Dabei wollte ich so gern die ganze Zeit spielen eigentlich, weil mir das Spiel mega gut gefällt. Ich habe jetzt schon von dem einen oder anderen auf YouTube Kritik gehört über das Spiel, weil es dann doch relativ schnell zu Ende ist. Also ich bin mal gespannt. Ich brauche ja bei sowas eh immer ein bisschen länger und ich habe auch überlegt, ob ich mir vielleicht... Oh, hier wird es kälter anscheinend, oder? Ha, ich gehe mal vorsichtig weiter. Ach, da war ich schon mal. Da habe ich den Stein runtergemurmelt. Hier bin ich schon mal gewesen. Also, ich habe mir überlegt, ob ich mir ein Lösungsbuch hole, damit ich das wirklich auch auf 100% machen kann. Das fände ich nämlich eigentlich ganz cool, wenn ich das... Oh, balla, kommt also alle Easter Eggs und alles so machen könnte. Das ist gar nicht so einfach, damit zu zielen, ey. Nee, da werden die nur auf mich aufmerksam, aber... Ach nein, ich wollte nicht pfeifen. Ich wollte, genau, das wollte ich. Ich muss mal gucken, welcher Knopf das dann noch war. Na, kommt ihr her? Ihr gemeinen Viecher, ich mach die jetzt mal kaputt. Ich kann die Punkte, glaube ich, schon letzten Endes noch brauchen. Also, was ich sagen wollte, dass manche gesagt haben, ja, die hätten sich einfach ein bisschen mehr gewünscht oder erhofft von dem Spiel, weil es einfach Open World ist. Ich muss aber sagen, bis jetzt gefällt mir das mega. Und es ist auch tatsächlich von der... Meine Bogentasche ist voll... Und es ist tatsächlich auch von der von der Presse sehr, sehr gelobt worden. Ne? Das heißt also auch die ganzen Zeitungen und so, die haben eigentlich alle gesagt, ja, das ist wirklich so das Spiel des Jahres. Das ist so mega toll. Und genauso empfinde ich das tatsächlich momentan auch. Ach so, nee, ich wollte den wegstecken. So. So, und jetzt dann darunter, oder? Oh Gott, welcher Knopf war denn das noch? Ich stürze gleich ab, ich werde es schon sehen. Oh Gott. Ich glaube, es war X. Ja, oh. Gegner. So, cool, oder? Königreich Hyrule. So, und was ist das da vorne? Der sah aber groß aus, guck mal. Der sieht auch nicht so nett aus. Ich könnte ja mal... Nein, das wollte ich jetzt ausnahmsweise nicht. Das wollte ich auch nicht. Wie konnte ich mich denn noch bücken? Irgendwie so.
Wollte gerade sagen, irgendwie konnte ich mich doch so schleichen. Damit ich nicht so laut bin wie so ein Elefant im Porzellanladen, kann ich ja mal vorsichtig gucken, was das überhaupt ist. Weil der ist nämlich relativ groß. Ich weiß gar nicht, ob ich den besiegt bekomme. Soll ich das mal ausprobieren? Ich meine, was soll schon passieren, oder? Außer, dass ich vielleicht sterbe. Aber ja, mein Gott, ne? Dann fängt man halt nochmal an. Und... ich scheine den von hier nicht ganz zu treffen. Ja, komm her hier. Du siehst ja merkwürdig aus. Du Vieh. Na los, komm schon. In die Schulter hinein. Jetzt habe ich ihn auch getroffen. Und nochmal. Okay. Der sieht aber nicht, wo ich bin, glaube ich. Ich glaube, ich bin ganz gut getarnt und versteckt hier. Oh, jetzt kommt er rum. Oh, mein Hund tapselt. Ja, yeah, mein Hund tapselt. Na los, steh nochmal auf, du. Im Popo geschossen. Haha. Das war ja jetzt einfach, ne? Muss man ja zugeben. Jetzt gucke ich mal, was ich von dem kriege. Hat er irgendwas mega Tolles vielleicht? Ein Moblinhauer. Der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin. Er ist zu hart, um Werkzeuge daraus zu schleifen. Aber man kann ihn mit Insekten zu wertvoller Medizin verarbeiten. Ein Moblinhorn. Dieses Horn hat einmal einen Moblin-Kopf geziert. Als Zutat für herkömmliche Rezepte hat es bisher wenig Preise gewonnen, als Medizinzutat hat es sich aber bewährt. Oh, okay, eine Keule. Oh, meine Waffentasche ist mal wieder voll. Wer hätte das gedacht, ne? Ist ja immer dasselbe Drama mit mir. Jetzt lass mich mal gucken. Guck mal, das ist... ja, dann packe ich eine Axt, möchte ich eigentlich behalten. Ich packe mal die... ach, eine Fackel ist auch nicht schlecht. Ich packe das weg, glaube ich, wegwerfen. Und nehme dafür diese große Keule mit. Sicher ist sicher, ne? So. Hier, mein Holzpfeil wieder mitnehmen. Oh, hier ist noch einer. Das ist natürlich schön, dass man die dann auch wieder einsammeln kann, oder? So, ich halte mich jetzt natürlich aber mal... ich will ja eigentlich... Pfeil, Pfeil. Ich will ja eigentlich gucken, dass ich da hinkomme zu dem... zu dem Dorf, wo ich hin soll. Mal gucken, wie weit ich komme in dieser Folge. Nicht ewig weit, vermute ich mal. Ich habe schon 8 Minuten gespielt und noch gar nichts geschafft. Dom, dom, dom. Oh, ein Fuchs, guck mal. Hast du das gesehen? Wie süß ist denn das? Ich glaube, man kann da die Tiere, könnte man hier theoretisch auch töten und dann bestimmt was zu essen aus dem Fleisch machen oder so. Ich glaube, das geht. Ah, ich weiß nicht, ob das gut ist, da genau durchzugehen. Guck mal, da ist nämlich wieder, siehst du das? Da ist wieder so ein Ding, das schießt bestimmt. Ich gehe mal ein bisschen rum, ne? Also. So. Lauf, kleiner. Lieber Link, laufe. Wir müssen doch Zelda retten, natürlich. So. Guck mal, von da oben kann ich mir bestimmt einen besseren Ausblick verschaffen. Da ist wieder, ich bin jetzt näher an dem Vulkan. Den finde ich ja auch mega cool. Oh, ich habe irgendwas da. Oh, das ist gemein, gell? Oh, das war daneben. Jetzt gucke ich mal, ob es da halt ein Fleisch gibt, weißt? Ja. Wild. Fleisch von Tieren im Wald, Feld und Flur kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt auch mehr Herzen wieder auf. Gut. Der arme Fuchs, es tut mir leid.
Armer Fuchs. Hast du schon mal einen Fuchs in freier Natur gesehen? Ich ja, also damals in Oldenburg in der Nähe des Reitstalls, wo unser Pferd stand, da gab es relativ viele Füchse. Und da hat man manchmal leider auch den Jäger gesehen, der die Füchse dann gejagt hat, ne? Oh, na das war, ich dachte, das war daneben, okay. Das ist dann immer, ich fand es immer total traurig eigentlich, aber ja. Geflügel! Aber so ist das halt. Also die sorgen ja nur dafür, dass der Bestand dann irgendwie bleibt oder wenn die krank sind oder so, ne? Die machen das ja nicht, um da jemanden zu ärgern. Und die anderen fliegen. Wer sind das? Flamingos gewesen? Mensch, da kann ich ja schön was kochen. Was ist das denn hier für Pflanzen? Kann ich die mitnehmen? Nee, leider nein. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ich glaube schon. Es wird leider Nacht. Das ist natürlich nicht so schön. Ich muss da drüben wohl hin, oder? Lass mich mal auf meine Karte schauen. Ach nein, auf meine Karte will ich schauen. Ah, ich muss mich ein bisschen weiter links halten. Also ein bisschen weiter links. So. Okay. Ich schwebe mal. Ich schwebe hier mal so lang. Mal. Der Waschliriako-Schrein wäre hier. Ich habe die Vögel verscheucht. Oh no. Wo ist denn der Schrein? Ist der hier gleich ums Eck? Dann könnte ich da doch eigentlich mal reinspitzeln, oder? Ach, da ist er tatsächlich direkt hinter mir. Guck mal an. Na, das war aber jetzt auch Zufall. Dann gehe ich da doch rein in der Nacht. Ist doch auch schön. Okay, auf geht's. Einmal untersuchen. Ich hoffe, das Fleisch wird mir nicht schlecht in meiner Tasche hier. Das wäre nicht gut. Und zack. Na, dann mal schauen, was hier auf mich wartet. Da ist schon mal eine Kiste. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Vashiriako, im Namen der Göttin Hylia, vom Winde verweht. Vom Winde verweht? Kann ich hier... Ah, ich habe das Eisding noch aktiv. Warte. Nein, nein. Wie ging denn das noch? Beenden. B... Da wähle ich das. Ah, da wähle ich das. Ah, okay. Stasis, Magnet, Bombe. Aber ich glaube, das geht bestimmt nicht. Nee, natürlich nicht. Okay. Ich lade erstmal meine Daten auf und mal gucken, was ich dann hier machen muss. Wo lade ich denn die Daten auf? Hier ist Wind. Lade ich hier gar keine Daten auf? Anscheinend nicht, oder? Na, immerhin die Kiste kriege ich. Bernstein! Ja, und dagegen werde ich natürlich nicht gehen können. Das wird nicht funktionieren. Gut, was mich jetzt hier aber erwarten wird und was ich hier machen muss, wohin mich der Wind weht, das siehst du dann erst in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen bis hierher und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.